Nee, ich hasse also diese Stage ist meiner Meinung nach unsympathisch, weil da erstens kein Kontrollpunkt hier, keine Ressourcen hier, zweitens haben wir nur angepisst und drittens die Stage ist der reinste Schredderschuppen. Hier wirst du nämlich normal ein bisschen mitnehmen mehr. Ja, ist Info. Hier wirst du zerhäckselt oder zerhackstückelt, bis die Fotze kracht. Und das finde ich nicht cool, Leute. Ja, im Gegenteil, das ist unsympathisch. Ja, Zerhackstückelfabrik, Alter. Aus welchem Grund zerhackstückelt man Stier wie, ey? Aus welchem Grund? Meine vier Items gibt's da hier, Gott sei Dank. Bisschen mehr Licht, Alter. Nee. Kann ich schon wieder verlaufen, ey. Wie kann man sich so scheiße verlaufen? Egal, nehme ich spawn nämlich normal. Ist ja nicht der Ernst, ey. Oh, Kontrollpunkt, sehr schön. Was war das? Leute, was war das? Nein, da um wirklich nicht schneiden, ach du Scheiße. Oh nee. Durch die Speicherung hat bestimmt es wieder verkackt. Kann man normal mit Jagdfressen wahrscheinlich rumschlagen, werden wir jetzt sehen. Wer hat mir sowas, wer hat mir sowas für die Füße gestellt, Alter? Tretverhalten, das ist typisch manchmal in diesem Spiel, dass man das nicht herausfindet, wo es gratis Waffenteile gibt, aber bin hier ein bisschen auf Zeitdruck. Aber wer ist das nicht, Leute? So. Lass die Party losgehen. Ja, Jemine. Hier kommen wir ständig rausgefahren. Ach du Scheiße. Das kann doch witzig werden, ihr lieben Leute. Schredderanlagen. Zombie-Schredderanlagen. Also, es ist keine Autowaschanlage. Das ist keine Autowaschanlage. Das ist eine Zombie-Autowaschanlage. Das ist wahrscheinlich Autowaschanlage in Evil bis Israel. So eine Scheiße, ey. Da werden wir eine Menge Spaß haben. Das ist das Kind hier, Alter. Könnt ihr mich nicht mal ein paar Minuten chillen lassen? Ist es denn so schwer, jemanden chillen zu lassen? Müsst ihr immer wieder betteln? Oh, ich kenne den Typen. Das ist hier, wir schreddern. Wir hauen Spider-Kid das Hackface ein. Warte mal, wir brauchen mal. Ha. Komm mal her, Stiel. Noch einer. Au. Böse. Ui. Böses Kind, Alter. Was ist hier? Nebel?
Das kriege ich dir in der Armbrust nicht zurück. Dürft ihr mal ziehen? Ist ja nicht für so eine Einrichtung hier versucht zu bauen. Weiß ja nicht, wer so geisteskrank ist und sowas bauen tut. Aber natürlich. Leute, herzlich willkommen in Schredderschuppen, ey. Herzlich willkommen in Niemandsland. Oh nein, bloß nicht. Lauf, mein Freund. Ja. Mit der Logik nicht gedenkt, Alter. Und noch mehr Zombies hier. Sachen, dass sie getroffen seien. Haben wir keinen Bock hier ewig hier aufzuhalten. Wenn nämlich unsere Hackfest-Kollegen sich hier auch aufhalten. Im schlimmsten Schredderschuppen der Geschichte von Banjo-Tooie. Aber natürlich. Die haben sie uns von Eingang und Ocean abgesperrt. Das ist eine Falle, sehe ich. Oder? Nö. Was ist das für ein Ort? Tja, das freut mich in der Klamme, das für ein Ort hier ist. Das kann ich dir doch nicht sagen, mein Freund. Das ist der beschissenste Ort im ganzen Inner der voll dämischen Kackstühlen heute. Gott sei Dank hier mehr Kontrollpunkte zugesendet, dass wir uns nicht so viel Sorgen machen müssen. So. Da können wir aufstehen. Bevor es losgeht, erstmal ein paar ich wollte eigentlich Dings. Muss er wieder umspongen. So, 1, 2, 3. Weil die Stürbis, die kommen nämlich jetzt sehr oft. Sehr, sehr oft. Und die kann man am besten mit Dings besiegen, mit unserer Quallenbolzen. Weil die Spinnenfrau kommen wir sowieso nur. Bist du Fehler, bist aber Kinder, ja. Zwei Keulenschläger. WTF. Ey, über TNT hier ohne Ende. Was sucht dieser Nerv mit einem Kleinkind-Clown hier? Also. Ey, dieses TNT ist ja wirklich Wahnsinn. Clown! Der Clown übertreibt es, Alter. Ey, dieser lächerliche Clown. So, Clown, jetzt komm her, du Bitch, Alter. Wo ist denn der Clown? Also Clown. Okay, das war... Ja, der TNT, das muss ich eigentlich noch wegknallen. Gut, dass wir so viele Kontrollpunkte kriegen, sonst hätten wir es nie geschafft. Mal sehen, was die Uhr sagt. Mal kurz den Cut, meine Lieben. Keine Ahnung, was ist so ein... Oh, guck mal, Gerd Fröbel ist da. Den werden wir auch nochmal wiedersehen, aber er ist ein bisschen später. Ja. Den sehen wir ja später wieder. Wie gesagt, die kann doch nicht speichern, weil Kim Büro da ist. Jetzt können wir erstmal diesen Penner klauen. Auf den... Hurra!
Power Ups! Granaten, die können wir hier auch außer Fecht setzen. Ey, diese jetzt reicht es, Stirbi. Hast du dich schon nicht genug gemeldet? Hier, geh kacken, Alter. Da ist er. Granate! Grenade! Bombig! Schön bombig, fettig! Grenade! So. Augenblick. Ja, kommt zu spät, Alter. Ja, kommt halt, jetzt ist zu spät. Hey! Oh, ruhig, lauf mal kurz. Lauf. Umspongen. Komm mal her, mein Freund. Au! Das tut doch weh! Oh! Der hat irgendwie ein Seilwurf-Dingsbums. Wie heißt das? Amgum-Haken? Wie hieß das? Enterhaken, ja. Hat er mich schön zermetzelt. Ja, Gott sei Dank sind wir jetzt wieder so ein Schredder-Scheiß, der da ankommt. Gott sei Dank, ey. Die Schredderteile, ich mag überhaupt keine Schredderteile, Alter. Also, ich meine, jetzt so eine abbrutalen Dinger, die da die Fresse blau schreddern. Wenn Freude darf, dann meist nur normal Area sind. Jo. So, ja, neuer Teil ist das, hallo. So, Power-Up und Power-Up sein. Wir haben sogar keine Power-Ups hier drin, ne? Nimm mal, hey, Klaue. Du komm mal her, du hässlich Kind, Alter. Du willst mich jetzt nicht ums Wahnsinn. Wir nehmen eine Granate für die Kumpels hier aufheben. Für die Kumpelgang. Hallo Kumpelgang. Hallo Kumpelgang. Unsere Haken, unsere... Oh. Oh, tut mir ja so leid. Alter. Granaten sind ja sowas von stark, ey. Granaten sind ja sowas von episch. Meine lieben Damen und Herren, ihr habt's gesehen. Ihr habt's miterlebt. Wir brauchen nicht mehr Explosivbolzen einsetzen. Wir brauchen das nicht mehr einsetzen, Alter. Das war ja schon mal affenstark, ey. Immer noch drehen. Schön durchgedreht, Alter. Oh nee, ich hasse diese Stage. Dann, wie kann man denn hier eine Streckbahn drin bauen, ey? Erklär uns das mal. Wie kann man hier eine Streckbahn drin reinbauen? Oh nee, Schredder. Toll. Schredderanlage, ey. Danke sehr. Danke für sowas hier, Alter. Lauf, mein Freund. Gut. Wow, wir sind durch. Und haben sogar unsere ganzen Bolzen noch gespart. Ich bin gut, Alter. Ich bin echt der Burner. Leute, ich bin der Burner. Ich hab's geschafft.
Krieger schleichen. Boah, nicht der Sack, ey. Und wir können immer noch nicht abspeichern. Oh nee. Ich würde mich mal freuen, wenn wir mal speichern könnten. Mensch, ist das scheiße, ey. Ich würde mich mal freuen, wenn ab für einen Speicherpunkt. Ja, doch, Ruf, ey. Meine. Meine Herren, ist erbärmlich, ey. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall, durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder mich verspotteten, dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Jetzt irgendwo im Büro, Alter, geil. Endlich mal abspeichern, ey. Endlich. Endlich mal ein Schild speichern, meine lieben Leute. Ist das nicht hier? Spiegel? Ach ja. Ah, Tagebucheintrag. Denn wir sind schon sehr weit gekommen. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Ich habe schon Freude, deinen Kollegen sterben zu sehen. Und Kollegen sterben sehen. Freunde. Und das gehört zu meinem Beruf, den ich gewählt habe. Es war nie leicht, aber das war nichts verglichen mit dem Verlust meines Kindes. Ich wurde 1 Million Mal mein Kind mein Leben geben, um es zu verhindern, dass... Aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, dass sie den kleinen Sack in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Oh, nee, ist immer normal, das ist eine traurige Geschichte. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Oh, das ist doof, dass seine Tochter gestorben ist. 2012. Ich mache mir Sorgen um Mai, weil der Verlust war mir schwer und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach. Sie arbeitete und um nicht an das Unglück zu denken zu müssen, aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert. Und ich hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Das ist schon hart, Leute, wenn man sein eigenes Kind verliert. Also dazu würde ich jetzt nichts sagen. So. Meine Fresse, immer diese scheiß Horrorgeräusche, ey. Hallo? Haben Sie etwas vergessen? Ja, ich bin gerade aus der Stadtfabrik raus, aber vergessen habe ich nichts. Vermisstenanzeige, bestimmt der Schredderschuppentyp. Vermisst, Patrick Higgins, Anwälter von Evictiano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem unmutmaßlichen Klienten gesehen. Oh. Das ist schon doof, ja. So, dann gehen wir mal nochmal ganz kurz hier durch. Auch wenn der jetzt ein Zombie jetzt wieder hier erscheint, ey, und der mir wieder die Fresse poliert. So, mein Glück hat immer noch Power-Ups. Denn die rechten Schränke haben wir schon. Nehmen wir mal den unten links. Ah! Wie viel sind denn da drin, ne? 10. Mal mitnehmen, wir haben ja 50. Und dann den unteren. Oh, Blitzbolzen. Haben wir aber voll. Gut. Dann. Wir könnten ja. Aber ich glaube, wir gehen Spinni da. Wie wird der nach dem Fahrstuhl ihre Hände verlieren? Ich glaube nicht, dass wir die ganz gerade groß mit die Bolzen umlegen müssen. Die wird nämlich jetzt im nächsten Akt erscheinen. So.
Vermisstanzeiger mal durchgecheckt. Dann setzen wir es mal kurz auf den Stuhl. Können wieder ein bisschen upgraden. Dann geht es los auf Fitness. Lebensanzeige. Spritzenwirkung ist nicht so mein Fall. Dann gehen wir mal auf Feuer, Atomreserve. Schrotflintenmunition. Wo haben wir denn viel? Granaten finden wir sowieso zu selten. Streichhölzer ist jetzt auch immer selten da. Dann nehmen wir mal Schrotflintenmuni. Die Quallenbolzen. Explosivrate, nehmen wir mal das. Gut. Und dann nehmen wir die Schrotflintenmunition. Sollen wir mal Planet leisten? Irgendwas. Little. Gut. Warte mal, jetzt wirklich. Ne, irgendwo war ich jetzt verletzend aussehen. Bei Quallenbolzen. Hier, ja. Gut. Nehmen wir noch ganz kurz die Explosivbolzen mit, die brauchen wir nämlich. Nehmen wir mal kurz die Explosionsbolzen mit. Ich nehme die jetzt hier nur so mit, weil der schon die Rate nach oben gestiegen ist, ja. Dann sehen wir mal im Angebot haben, offene Schränke. Waren Bolzen-Shopping? Bolzen-Shopping. Mit Nein nehmen. Dann müssen die Schränke ein bisschen leer räumen. Voll. Mit Nein stecken. Wartet. Oh. Was haben wir eigentlich noch an der Werkzeugteile oben? Ne, Kältebolzen. Was haben wir noch an Werkzeugteilen? Mal nachgucken. Alter, noch 28, ey. Alter, da habe ich wirklich Arschglück, ey. Da habe ich wirklich Arschglück, Leute. Dass ich so viele Waffenteile noch da hab. Ist ja voll geil. 28, ey. Ist ein gutes Ergebnis. 28. Ich habe ja neben der Granatennummer unten, stimmt ja. So, was sagt die Uhr? Leute, ich beende jetzt hier den Part. Wieder nächstes Mal da gehen, sehen wir dann. Ja. Da haben wir zuletzt abgespeichert, das speichern wir hier ab. Gut. Ich verabschiede mich da, meine Lieben. Bis dann. Augenblick mal, ich will mal ganz kurz mich von dem Speicherpunkt wegbewegen. So. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.